Herzlich willkommen. Sie werden schnellstmöglich mit einem freien Mitarbeiter verbunden. Hallo, Melanie Roth, mein Name von der Strom- und Energieberatung. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ein Maulwurf. Sie hatten vorhin bei mir angerufen. Ja. Hallo? Auf welche Nummer haben wir Sie angerufen? Wie bitte? Auf welche Nummer haben wir Sie angerufen? Das ist die Schulstraße 33. Wie heißen Sie? Maulwurf. Maulwurf. Ja, richtig. Und weswegen hatten Sie angerufen? Ja. Also, Hallo? Violenstraße 11. Wie stimmt bitte? Das? Violenstraße 11. Nein. Dann ist das total falsch. Also, und zwar, es geht um Ihren aktuellen Stromtarif. Darum haben wir Sie angerufen. Ja. Was ist denn damit? Sind Sie von den Stadtwerken? Nein, ich rufe Sie von Energiemarktmonitor an und wir arbeiten mit mehreren Anbietern zusammen. Auch mit den Stadtwerken? Ja, schaue ich sofort schnell mal. Was denn? Einen kurzen Moment bitte. Hallo? Hallo? Ja. Weswegen hatten Sie angerufen? Also, genau, um einen Vergleich wollen wir machen. Also ich möchte heute mit Ihnen gemeinsam einen für Sie kostenfreien Stromvergleich durchführen. Wie bitte? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Jawohl. Wir führen örtliche Stromvergleich durch, damit Sie weniger bezahlen. Ja, Herr sehr gut. Maulwurf. Ja. Genau. Also sind Sie aktuell bei Stadtwerke? Ja, das ist richtig. Super. Und was bezahlen Sie monatlich an Strom? Wie bitte? Bezahlen Sie monatlich an Strom? Ich glaube, das sind so 35 Euro, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel das genau ist. Okay. Und beziehen Sie nur Strom oder auch Gas? Ja, wir haben so ein Gasherd. Also Gas beziehen Sie auch. Was zahlen Sie für Gas? Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, mein Vermieter meinte, das sind 6000 Kilowattstunden gewesen. 6000 Kilowattstunden, also bei Gas? Ja. Okay, dann ist das etwa so bei 45 Euro. Wie bitte? Sind Sie gerade zu Hause, Herr Maulwurf? Ja, ich bin immer zu Hause. Ah, super. Und Herr Maulwurf, haben Sie vielleicht Unterlagen, die Sie schauen können? Wie bitte? Haben Sie Unterlagen, eine Jahresendabrechnung, oder? Ich habe hier so viele Kisten stehen, ich weiß nicht, wo das ist. Können Sie da nicht in meine Akte reingucken? Eben im Moment leider nicht, also... Ist das der Computer kaputt gegangen? Nein. Ach so. Jawohl, nein. Also Sie sind aktuell bei Stadtwerke? Ja, richtig. Richtig, okay. Von wo aus hatten Sie denn angerufen? Ich rufe Sie von Energiemarktmonitor an. Ja, wo ist das? Ist das in Hamburg? In Berlin? Berlin. In Berlin? Berlin. Im schönen Kreuzberg? Herr Maulwurf? Ja? Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Wie bitte? Haben Sie E-Mail-Adresse? Nein.
Handy? Wie bitte? Handy? Haben Sie Handy? Nein, da kann ich nicht mit umgehen. Ich bin ja schon älter. Okay, wie alt sind Sie, Herr Maulwurf? 89. 89 Jahre alt, okay. Ja. Okay, dann ist das schon erledigt, Herr Maulwurf. Wohnen Sie alleine? Ja. Okay. Wollen Sie mir jetzt nicht weiterhelfen? Ein kurzer Moment, bitte. Ja, bitte. Herr Maulwurf, haben Sie Nachbarn? Ja, natürlich. Das weiß nicht, ob die ein Handy haben. Ich habe da nicht so viel Kontakt mit denen. Was spielt das denn für eine Rolle, wenn ich fragen darf? Okay, also, wissen Sie, Sie haben ja gesagt, dass Sie für Strom 35 Euro monatlich bezahlen, oder? Ja, so ungefähr. Genau. Bei uns bezahlen Sie jetzt nur noch 25 Euro im Monat. Und das macht ein Ersparnis von 120 Euro im Jahr. Wie bitte? Hallo? Das macht ein Ersparnis. Hallo, hören Sie mich? Ja. Genau, und das bei uns bezahlen Sie nur noch 25 Euro, nicht mehr die 35. Fürs Gas? Für Strom und für Gas bezahlen Sie nur noch 35 Euro. Also viel, viel günstiger. Warum und, das denn? Und das, genau, um alles nach Hause zu schicken, muss ich Ihnen eine E-Mail oder SMS schicken. Können Sie mir einen Brief schicken? Eben haben Sie, wir müssen das mit E-Mail oder SMS machen. Und Sie haben ja kein Handy. Das ist richtig. Genau. Eben können Sie schnell sonst mal den Nachbarn fragen, ob Sie ein Handy haben. Soll ich den mal holen? Jawohl. Ja, können Sie den mal holen? Ja, ich kann das. Ich warte. Ich kann das probieren. Einen Moment, bitte. Jawohl, ich warte. Ja, ich werde das Telefon mal mitnehmen. Ja, nehmen Sie mal mit. Ja, hallo. Kannst du mal kurz mit der Frau sprechen? Wer ist das denn? Es ist jemand von Stadtwerken. Ich habe das nicht ganz verstanden. Jetzt können Sie mir einmal geben. Ich werde versuchen, Sie zu helfen. Ja, hallo, Schulinder. Hallo, einen fröhlichen guten Tag. Und zwar mit Herrn Maulwurf habe ich vorher gesprochen, oder? Ja, richtig. Und wer ist da? Genau. Ich rufe von Strom- und Energieberatung an, von Energiemarktmonitor rufe ich Sie an. Ach, von Stadtwerkung, von Rathaus? Genau, also von Energiemarktmonitor. Wir arbeiten mit mehreren Anbietern zusammen. Und er bezahlt ja für Strom 35 Euro monatlich und für Gas 45, hat er mir gesagt. Okay, und was soll ich jetzt machen? Und eben, er hat leider keine Handy. Und ja, natürlich nicht. Der Mann ist fast 100 Jahre alt. Genau, ja. Und haben Sie ein Handy, ja, dass wir das mit Ihnen besprechen können? Was möchten Sie Besprechungen machen? Möchten Sie bei mir anrufen? Also weil ich habe einen guten Stromvertrag schon bekommen. Also nein, also für Herrn Maulwurf. Aber Sie haben doch gerade mit ihm gesprochen. Genau, aber eben, dass ich die Unterlagen nach Hause schicken kann, brauche ich eine E-Mail-Adresse oder Handynummer. Ja, soll ich Ihnen die Straßennummer geben? Das ist Hausnummer 33. Da können Sie das hinschicken. Aber eben die Bestätigung muss ich eben mit einem SMS oder einem E-Mail machen. Darum. Ja, aber warum denn? Das ist, kann man doch nicht machen mit alten Menschen. Die müssen doch auch helfen können. Ja, das stimmt. Das stimmt, das sowieso. Ja, und eben er muss ja gar nichts machen. Ach so, aber ich muss meine Nummer geben?
Einen kurzen Moment bitte. Ja. Einen Moment. Ja, ist in Ordnung. Oh, große Party. Hallo, grüße Sie, Tamara Baum, mein Name. Ja, hallo. Hallöchen. Ja, hallo. Ich hab die Telefonnummer von der Frau nicht mitbekommen, vom Herrn. Können Sie mir die Telefonnummer nochmal durchgeben? Wie bitte? Hallo? Die Telefonnummer von der Nachbarin. Von den Nachbarn? Hallo? Ja, hören Sie mich? Ja, welche Nummer wollen Sie? Die Telefonnummer muss ich haben, damit ich Sie gleich wieder anrufen kann. Von den Nachbarn von mir, mit denen die gerade... Ja, muss ich da jetzt... Der ist jetzt weg. Der ist jetzt wieder weggegangen, weil die Frau dahin weggegeben hat. Können Sie nicht zusammen mal irgendwo sitzen? Was möchte ich bitte? Vom Nachbarn brauche ich die Telefonnummer. Wo soll ich denn jetzt anrufen? Ja, Sie sprechen doch schon mit mir. Ich verstehe ja, nicht, wo das Problem... Ich muss die Seite öffnen. Ich muss die Seite öffnen. Ich brauche die Telefonnummer. Soll ich Ihnen meine Nummer geben? Aber da haben Sie da. Ja, dann geben Sie mir Ihre. Aber ich brauche ja die Zählernummer vom Nachbarn wieder auch. Die Zählernummer? Ja. Aber warum denn? Das soll doch für mich sein und nicht für den Nachbarn. Ach, für Sie. Ach so, okay, dann geben Sie mir mal Ihre Telefonnummer durch, bitte. Die von den Nachbarn, ja, das ist 04. Nein, Sie sind doch jetzt Maulwurf, oder? Herr Maulwurf, bitte. Sie sind Herr Maulwurf. Ja, das ist richtig. Okay. So, wie lautet Ihre Telefonnummer, Herr Maulwurf? Ja, das ist 04841. Ja? 937. Ja? 4825. Können Sie mir wiederholen, bitte? Wie bitte? Können Sie mir bitte wiederholen? Ja, 04841 937 4825. Okay, Herr Maulwurf, ich rufe Sie umgehend wieder zurück, ja? Ja, wir sprechen doch schon miteinander. Nee, ich muss Sie nochmal anrufen, weil ich Ihre Maske öffnen muss. Meine Kollegin hat das nicht hinbekommen. Was denn für... Ich ruf wieder an, ja? Was denn für eine Maske? Ich muss doch sehen, welcher Tarif und sowas. Ich sehe gerade gar nichts auf meinem Computer. Ich rufe an, legen Sie bitte auf. Ich verstehe das alles nicht. Legen Sie auf, ich rufe Sie wieder an. Ja, aber Sie wollten mir doch jetzt mit dem Strom helfen. Und jetzt mach ich doch, ich rufe Sie gleich an. Und jetzt soll ich jetzt auflegen und dann werden... Auflegen, ich rufe an. Und dann werden die kommen und das mit dem Strom machen. Wer wird kommen? Ja, das weiß ich ja nicht. Also soll ich jetzt auflegen? Ja, ich rufe Sie gleich wieder an. Legen Sie auf. Ja, bis gleich. Da wird da wohl noch ein Anruf kommen. Da ist er, ja. Dann wollen wir mal. Seid ihr bereit, das weiter durchzuziehen? Maulwurf? Hallo, Herr Maulwurf, ich bin's wieder. Hallo. Super. Sind Sie jetzt alleine? Ja. Wo ist der Nachbar? Ja, der ist wieder in seine Wohnung gegangen. Der hat sich verarscht gefühlt. Ach, das kann doch nicht sein. Ja, sicher. Ich kann den der ja nicht eine halbe Stunde blockieren. Der muss ja die Ziegen melken. Das stimmt. Herr Maulur. Wo ist denn die nette junge Frau von eben hingegangen? Sie ist da. Ja, kann ich mit der widersprechen? Ich verstehe sie so schlecht. Ja, sie kommt wieder. Wie bitte?
sie kommt wieder. Nach etwa 2-3 Minuten ist sie wieder da. Ja, Herr sehr Maulwurf, gut. Ja. Um alles zu schicken und senden, brauche ich eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer. Ja, bei dem Punkt waren wir doch eben schon angekommen. Ich hab das ja nicht. Okay, Moment. Die Kollegin, die wollte ja mit den Nachbarn sprechen. Hallo? Haben Sie mir die Nummer von Nachbarn? Nein, der wohnt ja gegenüber, da brauche ich da ja nicht anzurufen. Manchmal, das ist ja nicht immer so einfach, wenn man so auf dem Land wohnt. Ja, das ist es so, das ist so. Das ging ja damals los, 1945, da haben meine Eltern, das ist ja gerade nach dem Krieg gewesen, die haben das ja dann alles hier aufgebaut und dann bin ich halt hier aufgewachsen bei den Kühen und den Schweinen und es ist eine schwere Zeit gewesen, müssen Sie wissen. Ja. Ich habe das alles hingekriegt. Ich bin dann von Beruf Schweinebauer geworden. Das ist ja damals eine sehr lange Ausbildung gewesen. Und da habe ich das irgendwann mal übernommen. Ne? Ach so, okay. Ja, das ist auch schon viele Jahre her. Und ich habe da so eine Unterlage neulich mal durchgeschaut. Wir haben in dieser Zeit haben wir 430.000 Schweine auf die Welt gebracht und geschlachtet. Sie haben wie viel tausend Schweine auf die Welt gebracht? Und geschlachtet, 430.000 in meinen 65... 430.000 Schweine geschlachtet? Ja, ich habe das, Ich habe das 63 Jahre lang gemacht und jetzt bin ich erst in den Ruhestand gegangen, weil das konnte ich einfach nicht mehr leisten. Okay. Ich habe mein ganzes Leben lang immer gearbeitet. Ich habe angefangen mit Meerschweinchen und dann habe ich mich quasi zu Ziegen hochgearbeitet. Und im Endeffekt bin ich dann Schweinebauer geworden. Vielleicht haben Sie ja auch schon mal meine Produkte gegessen. Sind Sie noch da? Ja, da bin ich. Ja. Also welches Produkt? Ja, Schweinenacken oder Leberwurst. Schweinenacken. Ja. Hallo. Okay. Hallo, ja, da bin ich. Ja, das ist wunderbar. Da bin ich. Das ist super, Herr von Maulwurf. Ja, was ist denn so lustig, wenn ich fragen darf? Herr Maulwurf, ich... Also, haben Sie vielleicht die Nummer von Nachbarn? Ja, der Nachbar, stimmt, da waren wir stehen geblieben. Die sind dann vor 10 Jahren ist das, glaube ich, da ist er mit seiner Familie hierher gezogen und dann habe ich denen das alles verkauft hier. Und ich darf jetzt hier weiter wohnen und er kümmert sich jetzt um die Schweine. Okay. Ne? Okay. Weil das ist ja doch eine sehr aufwendige Arbeit und das kann ich einfach nicht mehr leisten. Aber ich habe immer frische Milch und frisches Fleisch da. Das ist eine sehr gute Erfahrung. Junge Frau? Hallo? Möchten Sie nicht mit dem Schweinebauer reden? Hallo? Hallo. Ja, ich dachte schon, Sie sind gegangen. Nein, da bin ich. Aber ich gehe jetzt, Herr Maulwurf. Wohin denn? Wohin dann? Ich muss arbeiten. Ja, aber Sie wollten mir doch mit dem Strom weiterhelfen. Ja, aber dafür brauche ich eine E-Mail-Adresse oder Handynummer, Herr Maulwurf. Ja, warum können Sie mir das denn nicht einfach einen Brief schicken? Dann kann ich das unterschreiben. Soll ich Ihnen meine Adresse geben? Wir arbeiten nicht mit Angeboten. Nee, ich will ja auch kein Angebot haben. Sie sollen mir das ja einfach nur fertig machen. Okay, also ist schon erledigt. Ich trage das so ein.
Wann werde ich den neuen Strom denn bekommen? Also Sie sind weiterhin bei Stadtwerken, Herr Malwurf. Nein, ich wollte das doch mit Ihnen machen. Nein, das geht leider nicht. Aber warum? Das geht einfach nicht, Herr Malwurf. Ja, das ist, weil Sie eben keinen E-Mail und keine Handynummer haben. Oh, das ist ja... Warum haben Sie mich dann überhaupt angerufen? Weil Sie... Sie haben mich angerufen. Ja, aber Sie hatten mich ja... Ich habe Sie nicht angerufen, Herr Malwurf. Sie hatten mich ja zuerst angerufen. Was ist Sie, sitzen Sie in der Diskothek? Da ist so viel Musik im Hintergrund bei Ihnen. Ja, wir arbeiten ein bisschen zu laut. Also, ja. Es ist so, die Zellernummer und Jahresendabrechnung haben Sie wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, doch, das habe ich ja hier liegen. Okay. Soll ich Ihnen das vorlesen? Hallo? Hallo. Ja, soll ich Ihnen das vorlesen? Was vorlesen, Herr Malwurf? Ja, ich habe hier so ein Buch habe ich geschrieben. Ach so, okay. Also, Herr Malwurf, jetzt muss ich weiterarbeiten und wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ich bin doch aber noch gar nicht mit der Geschichte quasi fertig. Es geht jetzt ja, egal. Wir sind jetzt ja stehen geblieben bei der Übernahme vom Schweinehof durch den, mit den, jawohl, haben Sie vorhin egal, gesprochen. Das können Sie für sich halten, okay? Ja, ich möchte Sie daran doch teilhaben lassen. Jetzt hat die einfach aufgegeben.